Moin, hier ist mir von Geeks Live Luxemburg. An mir stehen heim am Leben Raff von Videogames Alu, heim beim Gaming Café. Moin. Moin. Wie geht es da dann so? Jo, ganz gut. Bisschen stressig, aber jo, klebt. Kannst du mir dann ein bisschen etwas über Videogames Alu erzählen? Na ja, Videogames Alu, also am Anfang von der Idee ausgegangen, dass wir wirklich wollen zusammen zocken. Ne? Zusammen mit den Leuten irgendwie spielen, am Anfang war es online. Und nun hat sich halt jeder gewusst, komm ich mal in den Laden. Dann hat man dann 20 Leute, und du warst noch nicht dabei. Und da hat man dann 20 Leute effektiv versammelt, genau dieselbe Saal. Und ja, also in den Laden organisiert. Zusammen beim Computerclub Kopplicht. Und du mir gedacht, okay, es wäre cool, wenn wir irgendwie eine Community haben, die das komplett mischt. Also einfach regelmäßig und immer an halt mehr Leute. Und du hast nur eben mehr Leute gekriegt, wir haben eine Community aufgebaut, also als SIT. Mit dem Forum haben wir eben mehr Leute beigekriegt. Und ja, das Forum haben wir zwar mittlerweile aufgeschafft, weil das einfach nicht mehr, das erteilt sich nicht mehr. Die Forum gehen nicht mehr aktiv. Und mehr, der Gaming Café ist immer mehr groß gehen an der Zeit. Und dafür brauchen wir auch kein Forum mehr. Wenn die Leute irgendwelche Fragen haben, kommen sie auf Facebook oder sie stellen Fragen hier auf der Platz. Und wie oft wird ein Gaming Café organisiert? Und wie viel Arbeit steckt eigentlich schon drunter? Mal für den Gaming Café selber zu organisieren, den wir alle Monate machen, haben wir erstens mal immer Versammlungen. Das heißt, sowohl eine Woche für drin, wie auch der Mainden du noch. Schwarz mal drüber, okay, war das gut gelaufen, war das schief gelaufen, was muss alles noch gemacht werden für die nächste Kehr? Das ist nur eine Stunde schwarzen, aber vom organisatorischen Stress hier, also ein so kleines Drama. Von der Arbeit selber, also wir haben normalerweise so den ganzen Tag abgeriecht, Tellendiener gestellt, Tischer gereckelt, Stildiener gestellt, die Konsolen angeschlossen. Mittlerweile machen wir dann alles vom Abriechen hier frei, dass wir samstags eben Zeit und Energie haben, für dann halt im Konto zu stehen und den Leuten wissen, mit einem freundlichen Gesicht entgegenzugehen. Was gibt dann den Leuten also am Gaming Café umgeboten? Naja, also davon aufgesehen, dass da erst noch zu trinken kriegt, können da halt zusammen mit Kollegen einfach zusammen zocken. Wir haben Brettspieler, wir haben eine große Auswahl von Konsolen. Da probieren wir auch immer ein bisschen mehr zu kriegen. Und natürlich organisieren wir auch Turnier. Das heißt, wir haben als regelmäßig Smash League, wir haben heute ein Pokenturnier. Und wir haben sogar ein deutsches Team, das kommt aus extra für den Gaming Café, wo sie Killer Instinct spielen. Das nennt sich bald vermutlich impressionant, das dort. Wie können dann Momba von Videogames Alu gehen? Für Momba zu gehen, also ganz einfach, die schreiben das bei der Facebook-Gruppe an. Wir haben Seite, können einfach Message schicken. Wenn der Lust hat, Mats zu machen, muss er nicht unbedingt bei der Crew Mats sein. Einfach ausschreiben, die Welt, irgendwas Mats bringen. Heute haben wir zum Beispiel einen, den hat extra angefreut für ein ganzes Setup von einer PlayStation 4 auf PlayStation 3 Mats zu bringen. Und ja, einfach aufrollen und dann bringt sie Larsch. Kein Problem. Okay, cool. Klingt doch bald von mir interessant. Und wie viele Leute kommen dann eigentlich so am Durchschnitt an den Gaming Café am Mond? Also am Durchschnitt haben wir mittlerweile immer über 100 Leute. Die letzte Kehr war 130. Für heute schon nicht gezählt. Das kann schon nicht so werden. Wir sind ja nur gucken. Maja, dann auf jeden Fall sage ich mal vielmals merci für das Interview. Viel Spaß noch am Gaming Café und weiterhin für Zukunft und noch viel Erfolg. Jo, vielen Dank. I'm not your vocal, just a soul of me. I said it, I hope she's a great man.